Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 8. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich verkünden, dass ich heute ein Jahreshoroskop 2019 nach chinesischen Astrologie veröffentlicht habe, nicht in diesem Kanal, sondern in meinem anderen Kanal, und das heißt fernöstliches Liebesorakel. Und jetzt zu diesem Bild. Hier erscheint die vier Grundelemente. Feuerelement ist aktiv, wärmt. Feuerelement zeigt Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und auch zeigt Leidenschaft. Die Erdeelement gibt uns Sicherheit, Stabilität, hat mit unserem Planet Erde auch etwas zu tun. Auch die Naturverbundenheit ist hier sehr wichtig und natürlich Materie. Die Luftelement schenkt uns Leichtigkeit und wir können vieles loslassen, endlich aufatmen. Und nicht nur diese Leichtigkeit, was die Luftelement vermittelt, sondern auch die Kommunikation. Die Worte werden auch durch die Luftelement übertragen. Und die Wasserelement hat mit unserem Träumen, mit unserem Unbewussten was zu tun und hat einen Bezug zu unserem Gefühlen. Zum Feuerelement gehört die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Schütze. Es ist etwas anderes als bei westlichen Horoskop, die Qualitätbeschreibung. Hier in diesem indischen Astrologie heißt, die Tierkreiszeichen Widder setzt etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Löwe befestigt etwas und die Tierkreiszeichen Schütze zeigt Anpassungsfähigkeit. Kann etwas in Bewegung setzen, aber kann auch etwas festhalten, zeigt Dualität. So ist es auch im Erdeelement. Steinbock setzt etwas in Bewegung, die Stier befestigt etwas und die Jungfrau zeigt Dualität. Im Luftelement ist die Waage, was alles in Bewegung setzt. Wassermann befestigt etwas und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Bei Wasserelement ist die Tierkreiszeichen Krebs, was alles in Bewegung setzt. Die Skorpion befestigt das und die Fischen sind diese Dualität, kennen beide Seiten. Und in welche Richtung fließt gerade die kosmische Energie? Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Schütze, das ist die Lebensenergie. Das hat mit Ausland etwas zu tun. Die Schütze zeigt auch Bewegung in verschiedenen Richtungen. Hier haben wir die Lernaufgabe orientieren, in welche Richtung sollen wir uns konzentrieren. Und genau das zeigt auch die Schütze, weil die Schütze zeigt das Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, und energetisch heißt das, da sind unsere Wünsche. Und dann kommt die Begeisterung, die Feuerelement durch die Sonnenenergie, auch die Klarheit. Und dann können wir uns besser orientieren. Mond hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock.
Das ist die Ernsthaftigkeit, unseren Gefühlen ernst nehmen. Und Steinbock hat die Kraft, etwas in Bewegung setzen. Steinbock hat auch die Eigenschaft, die Ziele zu erreichen. Wichtig ist, dass wir unseren Gefühlen achten und handeln intuitiv. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, bedeutet aber auch die Männlichkeit. Besonders ein Einfluss hat einen Einfluss auf männliche Personen und bei Damen bedeutet das der Partner oder Wunschpartner. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, zeigt eine gewisse Dualität und weil hier im Wasserelement um Gefühle handelt, die männlichen Personen haben eine gewisse Unsicherheit momentan, einen inneren Zweifel, sollen sie etwas befestigen oder sollen sie etwas verändern im Leben, festhalten oder eher etwas loslassen. Merkur ist der Planet für Sprache, auch für Handlungen, auch für Verträge, für Termine. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Das wäre ein guter Zeitpunkt, Fremdsprache zum Lernen, Auslandskontakte zum Pflegen. Jupiter zeigt unsere Größe und öffnet unsere Augen auf die Gerechtigkeiten, aber auch auf die Ungerechtigkeiten. Und Jupiter vertritt die göttlichen Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Jupiter befindet sich in Skorpion. Und das ist ein fixes Sternzeichen, das bedeutet, hier wird etwas befestigt, in Ordnung gebracht. Und das ist wichtig, erstmal auf unseren Werten zu stehen, mit unseren Größen bewusst zu sein. Das ist ein anderes Bewusstsein, ich könnte sagen, ein höheres Bewusstsein, mit Skorpio-Energie das zum Transformieren. Und natürlich die Augen öffnen auf die Gerechtigkeit oder auf die Ungerechtigkeiten ist auch wichtig. Venus ist der Liebesplanet. Venus bedeutet auch die weibliche Energie. Und das ist auch im Skorpion wieder die etwas befestigen. Das heißt, die Damen haben die Bedürfnis gerade etwas befestigen, einen sicheren Arbeitsplatz. Dann eine feste Beziehung einzugehen. Sie brauchen diese Stabilität. Zwar hier im Wasserelement handelt sich vieles um Emotionen, das zu befestigen. Und die Damen neigen dazu, oder wir Damen neigen dazu, etwas festhalten. Und weil hier um die Gefühle handelt, kann auch bedeuten, dass wir gerade schwer tun, Angst oder Zweifel loslassen. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Damit ändert sich die persönlichen Planeten. Wir sehen, die Feuerelement ist betont, die Wasserelement ist betont, Mond aktiviert die Erde-Element und wir haben keinen Einfluss gerade auf dem Luft-Element. Aber wir sollen im Gleichgewicht bleiben und das ist wichtig, in dieser Richtung auch schauen. Und die Luft-Element ist auch aktiv und vermittelt Leichtigkeit, etwas mit Humor betrachten oder eine Art spielerische Art und Weise mit der Situation umgehen, finden wir die Gleichgewicht. Oder von etwas loslassen, endlich aufatmen, wäre auch wichtig. Die heutige Mondbewegung vermittelt für uns etwas und das zeigt die Tagesqualität. Und das wäre der Tag, die Verwirklichung. All das, was wir planen, jetzt im Tat umzusetzen.
In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und Mond befindet sich im Steinbock in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Shravana und das ist nichts anderes als Einfluss von Altair und hat einen Bezug zum Sternbild Adler. Und dazu ist eine Geschichte, es ist zwar nicht von indischen Mythologie, das ist von chinesischen Mythologie, aber beschreibt dieses Mondhaus, beschreibt diese Altair. Altair ist die Hauptstern im Sternbild Adler. Hier bei Adler ist wichtig die Adleraugen, die Weitblick und auch dieser Plan zu haben. Und jetzt diese Liebesgeschichte aus der chinesischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge, Altair. Und er wurde vertrieben von der bösen Schwägerin. Und im Himmel gab ein Fee, Vega, und Vega hat sich verliebt an Altair und kam auf die Erde und sie haben verheiratet und Vega wurde Weberin. Und sie lebten zusammen, der Hirtenjunge Altair und die Weberin Vega. Bis dann der Himmelskaiser sagt das alles, der Himmelskaiser ist nichts anderes als die Sonne, und sagte dann zu der Himmelskaiserin, zu seiner Frau, und das ist nicht anderes als der Mond. Und er sagte zu seiner Frau, schau mal her, diese Fee ist unten bei den Menschen, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin sagte, wir müssen sich zurückholen im Himmel. Und so passierte auch. Sie haben diese Fee zurückgeholt im Himmel und die beiden Liebenden waren getrennt. Tatsächlich, zwischen diesen beiden Sternen fließt die Milchstraße. Und dann gab ein dritter Stern, Deneb, von Sternbild Schwan. Und dieser Deneb dachte, boah, die lieben sich, sie schauen sich so an, aber sie können nicht treffen, da ist dieser Fluss dazwischen. Also ich muss doch helfen bei diesen beiden Liebenden. Und Deneb baute eine Brücke zwischen den beiden aus Schwanen. Und in dieser Brücke treffen sie sich Altair und Vega. Das ist diese Liebesgeschichte. Und dieser Altair, dieser Hirtenjunge, hat einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung. Natürlich hat diese Geschichte eine symbolische Bedeutung. Entweder ist momentan die Entfernung da, ein gewisser Rückzug, oder wir brauchen eine Brücke bauen zum anderen. Also Thema Liebe ist sehr wichtig, aber es ist immer noch nicht einfach, klärenden Gesprächen zu führen, weil Mars und Merkur stehen immer noch in dieser Spannung. Mars bedeutet den männlichen Personen, bei Merkur handelt es sich um Gespräche. Hier Merkur ist natürlich aktiv, voller Feuer und Wasser handelt sich hier um die Gefühle. Und die Männer ziehen sich zurück, sie sind gerade nicht bereit, über Gefühle zu sprechen, aber der Impuls ist da, über Gefühle zu sprechen. Und zurzeit bei dieser Spannung entstehen Missverständnisse, kann sogar zum Reibungen führen. Ich würde sagen, erst abwarten auf den richtigen Moment, bis möglich ist, über Gefühle offen zu reden. Was aber wunderbar ist, das ist die Uranus-Energie. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und hat sich gedreht. Uranus bewegt sich vorwärts. Eine Vorwärtsbewegung und im Tierkreis zeichnen wieder, wo auch aktiv ist und setzt alles in Bewegung, könnt ihr damit rechnen, dass hier Neuanfang gibt. In allen Ebenen ist es möglich. Ein beruflicher Neuanfang oder ein Umzug oder ein Neuanfang in die Liebe, Partnerschaft oder eine neue Begegnung. Uranus sorgt für unerwartete Ereignisse, sorgt für Umbrüche und Veränderungen. Im Widder heißt es Neuanfang.
Und dieser Mondhaus, wo Uranus befindet, im Widder heißt Ashwini und das bedeutet Heilung, eine Heilenergie. Es kommt Heilung, auch bei Krankheiten, auch wenn etwas kränkt, wird auch geklärt, kommt auch Heilung. Natürlich kann das auch bedeuten, dass jemand im heilerischen Beruf arbeiten möchte und jetzt kommen die Umbrüche und das ist ein Neuanfang. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Neptun zeigt unsere Kreativität, unsere Träume, unsere Visionen. Das ist das inspirierende Energie. Mit Wassermann zeigt neue Ideen und Pluto zeigt, wie wir im inneren Kraft bleiben. Jetzt zurück zu dieser Spannung Mars und Merkur Spannung. Also das löst Themen aus, wie zum Beispiel über Gefühle zu sprechen. Und die Männer sind nicht offen dafür. Sie ziehen sich gerade zurück. Dann kann auch Themen bedeuten mit Jugend oder schulische Leistung und hier diese Mars-Energie eine gewisse Aggression auslöst bei der Jugend, kann natürlich auch bedeuten, dass wir momentan Kraft brauchen und dieser Rückzug unseren Gefühlen kümmern ist sehr wichtig, damit wir handlungsfähig sein können. Also es ist wichtig, die Ruhe zu bewahren, weil in Ruhe liegt die Kraft und die Wasserelement neigt zum Rückzug. Also das sind die Themen, was hier diese Verbindung auslösen kann. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.